so, wir heben sie jetzt dann einmal hoch und heben sie jetzt auf. Ne? Nicht, dass sie sagen, oh, das möchte ich jetzt gar nicht machen, sondern dass sie so ein bisschen dabei sind, dass wir es gleich mit ihr machen. Ja? Gut, dann machen wir das. Wenn irgendetwas schlimm ist, wehtut, dann sagen wir sofort Bescheid. Ne? Dann versuchen wir was zu ändern. Gut, wer packt so an? Würdet ihr nach vorne gehen, genau an den Kopf? Und dann guckst du nach dem verletzten Bein, ich nehme das gesunde Bein. Ja. Da unten ist die dann packst du weiter oben und ihr könnt das so gehen. Achtung, auf drei. Fragen, wie viele Personen Sternchen rauchen müssen. Ja? Auf die Seite kriegen, dass sie mit dem Kabel dran besser. Die Schläuche auf die Seite. Da geben wir noch viel. Ich weiß noch sechs. Ich suche den Hausmeister. Ja. Ja, ein Hausstrom oder Fahrzeug? Hä? Hausstrom oder Fahrzeug? Fahrzeug. Wir haben wahrscheinlich keinen Hausstrom. Das hat nicht aussieht. Ja, genau, sollst du da. Gerade nur zum Helfen. Wie viele Verletzte haben wir? Wir haben jetzt hinten eine Person. Jetzt insgesamt haben wir zwei. Und den hinten einen haben wir zwei Erdbewegungen. Ja, genau. Wir hinten den Rotpatienten. Ach so, okay. Zum Helfen. Gut, aber wir wissen nicht, was der Patient, wenn der rauskommt, ist der rot, ist der gelb, ist der grün. Das gucken wir jetzt durch und dann ziehen wir die dann durch. Ja, okay. Weil wir haben jetzt zu viert 1, 2, 3, 4, 5 Patienten, die sind schwierig, das herauszulösen. Frage. Wir haben einfach noch eine mitbekommen. Genau, da darf er jetzt nach zwei Rettungsgruppen. Hast du noch eine RTW-Besatzung? Eine Person raus, wir brauchen den Rettungsdienst. Hol dir eine RTW-Besatzung. Achtung, Vorsicht. Langsam, langsam. Ja. 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 Ja
92 zu 60. 93er Herzfrequenz. Entschuldigung. Das ist der hier. EKG wieder dran. Nico, warte mal, ja? Reite uns frei. Einmal nach vorne, Rotpatient. Jo. So, EKG können wir hier runter. Euch muss ich abziehen, wir haben vorne einen Rotpatient. Dorian, ich kann deine Sachen ein bisschen zusammenrollen. Ja. Lass uns Schockraum für mich. Schockraum habe ich geblockt. Welcher? Das habe ich noch nicht abgeklärt, ja. Will ich jetzt mit dir gleich erstmal eine Rückmeldung haben. Was brauchst du für eine Rückmeldung? Ja, wie es aussieht. Aber also es ist ein geblockter Schockraum. Kritischer Patient. Ich würde jetzt direkt losfahren. Okay, gut, alles klar. Deswegen welcher Schockraum? Das kläre ich jetzt, den geblockten. Gut. Und dann einmal gucken, ich ob wir unsere Sachen gut, wir gehen vor. Holen, unsere Rucksäcke. Auto. Ja. Schmerzen sind jetzt aushaltbar. Für Sie, neuer Einsatz aus dem Norden. Die Nebelmaschine im hinteren Bereich des Kellers aus. Wir brauchen auf jeden Fall danach auch direkt Sauerstoff. Wir haben die Einzelne bei uns. Ja, das ist die Einzelne. Kaffeegeräusche und Blubbern. Kaffeegeräusche und Blubbern. Sehen wir 15 Liter Sauerstoff? Okay. Der Puls ist wirklich gut machbar. Warum ist die Grenze? Sinus, Kaffeekaffee. Bisschen fahrt. Schwach passbar zu fahrt. Schwach passbar zu fahrt. So, Recap, unter 2. Größer 2. Größer 2. Gut. Wie machen wir das denn mit? Das ist erstmal da drin, das bleibt so ein bisschen. Und die Leute da. Ich den Leuten auf die Seite. Alles, was wir vorher gesehen haben, ist das Problem.